Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titanlords. Kaum möchte man die Aufnahme starten, wir kriegen auch schon wieder aufs Maul. Aber macht nichts. Wir werden jetzt die paar Schergen hier noch töten, damit hier etwas sauberer ist. Und dann werden wir mal das Geisterschiff besuchen. Hoppala! Außer ich überlebe das hier nicht. Die Pestbeule hat sie erwischt. Ja, passt schon so. Da drüben sind auch noch welche. Die putzen wir auch noch schnell weg. So. Auch die Schergerler da noch. Dann denke ich mal, die Reste da drüben lassen wir für später. Glaube ich. So. Gleich erledigt. Sehr gut. Passt. So. Von der Synchronstimme her erinnert er mich ein bisschen an unseren Bones, oder? Das ist wahrscheinlich nur eine Täuschung. Na, nun, wo ist seine Waffe? Weg. Na gut. Schauen wir uns mal das Schiffchen an. Wow. So, tap, 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 tap. Ich würde sagen, da speichern wir jetzt nochmal. Für den Fall, dass wir sterben. So. Und rudern wir rüber zum Geisterschiff. Guten Tag. Guten Tag. Da gehe ich nicht hin. Eine Leiter. Okay. Da gehe ich nicht hin. Was? Warum nicht? Nichts passiert? Kommst du wieder mit? Ich folge dir. Sehr schön. Dann Seelensplitter. Mendoza? WTF? Oh, verdammt nochmal! Wer wagt es, meinen Seelensplitter zu berühren? Ups. Ich schätze, das war dann wohl ich. Elender. Ich bin Inquisitor Mendoza. Und du hast das Verbrechen deines Lebens begangen. Ich sollte dich auf der Stelle in 1000 Stücke zerreißen. Du solltest in siedendem Öl baden und dein Fleisch soll dir vom Leib faulen. Okay, ich habe es kapiert. Du bist echt sauer. Verflucht seist du, du stinkender Haufen von einem... Schluss damit, das Gebrüll hält dir keiner aus. Schon gut, ich wollte dich nicht verärgern. Ja? Schon gut, ich wollte dich nicht verärgern. Dafür ist es nun zu spät. Du kennst die Bedeutung des Wortes Leiden noch nicht. Aber bald schon wird sich das ändern. Unsinn, du kannst mir nichts anhaben. Du bist nur ein Geist und dieser Seelensplitter hier scheint dir unheimlich wichtig zu sein. Treib es nicht so weit, Bursche. Auch wenn ich ein Geist bin, meine Kampfkraft habe ich selbst im Schattenreich nicht verloren. Wäre es dir lieber, wenn ich deinen Seelensplitter ins Meer werfe? Nein! Untersteh dich, du! Na was? Zur Hölle mit dir! Einen Geist als persönlichen Lakaien habe ich mir schon immer gewünscht. Okay, wie kommen wir wieder heraus aus diesem Dilemma? Ja. Okay, wie kommen wir wieder heraus aus diesem Dilemma? Ich will nicht getötet werden und du willst nicht, dass ich irgendwas mit deinem Seelensplitter anstelle. Also, was willst du von mir? Wenn du so stark bist, dann kämpfe mit mir an meiner Seite gegen das Schattenreich. Ha! Du willst es mit den Schergen und Kreaturen der Unterwelt aufnehmen? Nur zu, es wird mir ein Vergnügen sein, mit anzusehen, wie sie dich fertig machen werden. Wo ist dein Schiff, du großer Held? Meine Schaluppe liegt im Süden vor Anker. Meine Schaluppe liegt im Süden vor Anker. Schaluppe? Du wirst dir erstmal ein ordentliches Schiff besorgen, Bursche. Okay. Erst wenn du mit einem großen Schiff gegen das Schattenreich in See stichst, werde ich an Bord sein. Das ist dein Wort. Du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Wir werden sehen. Ja, fahr zur Hölle. Servus. Der Inquisitor. Na schön. Ich glaube, ich träume. Kann man dann alle? Kann man auch unseren Papa dann? Also Stahlbart? Kann man sie alle dann... Da gehe ich nicht hin. Kann man sie alle dann haben? Gibt es hier irgendwelche nützlichen Einträge? Oder so? Schatzkarten? Ich würde auch das Schiff hier nehmen. Ich hätte da nichts dagegen.
ehrlich gesagt. Ich würde sofort das Schiff hier kapern, das wäre kein Problem. Ich folge dir. Aber irgendwie hat das Schiff kein Steuerrad. Das ist ein bisschen komisch. Naja, fertig sind wir. Zum Weststrand. Wasserstrand, genau. Zum Weststrand. Gut zu wissen, dass es Seelensteine gibt. Ich würde sagen, das speichern wir wieder. Ja, bitte. Haben wir jetzt auch schon mit Dossa dann an unserer Seite? Sachen gibt's. So, jo. Darüber müssen wir zum Schluss. Das heißt, wir gehen zuerst hier lang. Rotten das Gesindel da drüben aus. Schauen, was es da noch so gibt. Ja, komm her. Jo, jo. Ist schon gut. So, zack. 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 Und du. Scherge. Zack. Zack. Und zack. Und bam. Bam. Und. Na komm. Sehr gut. Und Schluss mit dir. So, wo ist deine Waffe? Weg. Hier. Da oben ist noch eine Waffe für uns. So. Gibt es hier noch irgendeine Kräuteln oder so? Oder Beeren? Oder Truhen? Eine Schatztruhe, immerhin. Die habe ich jetzt aber schon, ne? Ah, die habe ich nicht aufgemacht. Ach, ich konnte nicht, genau. Gold, Golderz, goldener Pokal und Smaragd. Wir nehmen alles mit, genau. Das war der Schatz, den wir hier auf dieser Insel finden mussten. Sehr gut, jetzt können wir hier rüber. Ja, ja, schnauf, schnauf, schnauf. Auch hier gibt es natürlich Gesindel. Wenn ihr das. Oh mein Gott, ein Schattenlord. Hallo! Wir sollten zuerst das kleine Gesindel, glaube ich, töten. Oh mein Gott. Ich brauche mal einen Ruf. Ja, 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 ja. Ist schon gut. Schattenlord des Verrats. Ah, das passt ja gut. Dann haben wir die Quest auch schon. Na du? Bam! Bam! Na du? Ah, da ist er. Voll in die Falle, der Trottel. Zack! Das Dämonenvieh steht nicht mehr auf. Also der war jetzt echt leicht. Schattenzetter, da haben wir wieder eins. Den Höllenhund. Und noch ein Höllenhund. Nice! Was haben wir hier drüben? Nix. Hat so verdächtig ausgeschaut. Gut. Dann würde ich sagen... Schattenfeuer. Schattenquarz. Den haben wir jetzt schon. Gut. Da ist uns nichts. Nein. Dann die Truhe. Halt, was war hier noch? Ein Runenstein. Schattenkrieger erhalten. Okay. Schax. Hinterlassenschaften. Eine Menge wertvoller Plunder könnte für den ein oder anderen vielleicht von nostalgischem Wert sein. Nichts, das man gut verkaufen könnte. Alles nehmen. Die Kiste aus Holz. Was hast du gefunden? Nur einen Haufen Plunder. Sie selbst. Das sind sie. Die Erinnerungen, die nicht vergessen werden sollten. Paula. Es erinnert sich. Du wirst uns helfen müssen, Mensch. Ja, kein Problem. Warum sollte ich? Na, ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Mhm. Es hatte eine Schwester, bevor die Schatten in seine Knochen fuhren. Paula, sie lebt auf dieser Insel. Okay. Wir wollen, dass du ihr meine Sachen bringst. Wenn es die selber tut, würde es mit Sicherheit getötet werden. Wahrscheinlich, nimm ja. sie wieder und bring es zu seiner Schwester, damit wir endlich eins werden können. Gib es niemand anderem, sonst wirst du mit dem Tod belohnt. Jesus Maria. Jawohl. Mach mal, Sörli. Null Problemo. Okay. Ja, das zu dem hier sind wir fertig. Das, hoppala, das wollte ich gerade nicht.
Logbook. Und zwar Hinterlassenschaften. Das machen wir als nächstes. Seekarte. Ich zoome mal raus. Wo könnte das sein? Ah, eh hier. Das ist ja praktisch. Ah, sieh. Ach, du liebes bisschen. Okay. Ah, warte. Da könnten wir aber noch... Da könnten wir vorher noch schauen auf diese Insel da drüben. Da bohrte ich mich jetzt absichtlich nochmal hier hin. Weil auf der Insel war ein Lagerfeuer. Da drüben. Das wollte ich mir nämlich schon vorher anschauen. Ich vermute, dass dort der zweite Kerl ist. Na, die Dame da drin ist ja gestorben. Aber uns fehlt ja noch ein Bursche. Ich glaube, der ist da drüben. Wenn ich das mal so raten dürfte. Sterbe ich, wenn ich da jetzt runter... Ich hoffe nicht. So, also ich schwimme mal darüber. Oder ich gehe darüber. Scheint nicht sonderlich tief zu sein. Sind auch ein paar Enten hier. Schlangenwurzel. Und da ist tatsächlich jemand, der noch lebt. Dann nehmen wir noch die Beere vorher. Rohes Fleisch nehme ich ihm gleich weg. Tokel. Ach, dem Himmel sei Dank. Endlich eine Menschenseele. Ich dachte, ich muss hier sterben. Du bist einer von Kjells Freunden, richtig? Du bist einer von Kjells Freunden, richtig? Woher weißt du? Er hat mir von dem Angriff der Schattenwesen auf die Fischerhütte erzählt. Oh, dann weißt du ja Bescheid. Bitte, du musst mich hier wegbringen. Erzähl mir mehr über den Angriff. Ich bin nicht in Sicherheit. Zuerst erzählen. Erzähl mir mehr über den Angriff. Es ging alles so schnell. Ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist. Ich erinnere mich nur an diese hässlichen Fratzen der Biester. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr berichten kann. Schon gut. Ich bring dich weg. Ich bring dich in Sicherheit. Danke. Bitte bring mich direkt ins Magierlager. Und mach bitte keine Umwege, ja? Der Rest dieser Insel ist einfach nicht sicher. Jawohl. So, Taraniskraut. Ein weiteres. Noch ein Fleisch. Noch ein Fleisch. Ich denke, wir machen hier gleich wieder unser Essen, ne? So ist fein. Ja. Dann komm mal mit, Schnuckibutz. Wenn ich mich jetzt bohrte, ich könnte jetzt hier speichern. Wenn ich mich jetzt zurückbohrte, zählt das? Ich speichere mal kurz. Da und so. Oder muss ich wirklich zurücklaufen? Ich probiere es einfach mal. Ich habe eh gespeichert. Eins, zwei. Zwei. Wo ist unser dritter? Ah, der will nicht mit wahrscheinlich wegen. Oder will sein Ding nicht verlassen. Hallo. Psst, hey. Man erzählt sich, du warst im Schwarzen Land. Stimmt das? Wer will das wissen? Ja, war ich. Wer will das wissen? Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, was du vielleicht gefunden hast. Ich mache dir ein Angebot. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein alter Kumpel Shax auf der Insel ist. Ich warte hier schon ziemlich lange auf ihn. Er hat etwas, das mir gehört. So wie ich ihn kenne, versteckt er seine Sachen mit Sicherheit an irgendeinem ziemlich gefährlichen Ort. Vermutlich ist das eine Art Paket mit einer Menge Plunder drinnen. Was genau suchst du? Vergiss es, das Paket ist für Paula. Genau. Vergiss es, das Paket ist für Paula. Wie du willst. Aber komm hier bloß nicht wieder mit einem neuen Angebot. Das hier war eine einmalige Chance für dich. Nein, das gehört Paula. Paula, bist du da? Ich mach grad wieder den Boden schmutzig. Das Magierlager. Ich bin in Sicherheit. Oh, ja, natürlich. Endlich. Ja. Hab dir doch gesagt, dass du dir keine Sorgen machen musst. Danke, Mann. Das werde ich dir nie vergessen. Ja, ja, schon gut. Geh zu deinem Freund. Hallo. Du, Paula. Ich habe etwas von Shax für dich. Ich habe etwas von Shax für dich. Was? Von Shax? Redest du etwa von meinem großen Bruder? Ja. Ich dachte, er wäre tot. Wo ist er? Ich will ihn sehen. Ihm geht es gut. Du hast recht, er ist tot. Er ist jetzt ein Schatten. Ja, genau. Er ist jetzt ein Schatten. Was?
Wenn das ein Scherz ist, dann ist es kein guter. Hat dich Talbot dazu angestiftet? Nein. Dann ist es wahr? Es tut mir leid. Er hat mir dieses Paket für dich gegeben. Das sind Sachen unserer Eltern. Danke, dass du mir das vorbeigebracht hast. Ich habe leider nichts, womit ich dich belohnen könnte. Vielen Dank. Wo auch immer du das Paket her hast, bitte geh zu ihm und bedanke dich für mich. Jawohl. Machen wir es so gleich. Logbuch, helfende Hand. So. Ah, er ist da wieder. Okay, passt. Das ist eine einfache Geschichte. So. Kann ich direkt hin. Wahrscheinlich hier ist es zu tief zum Laufen, oder? Na, geht auch. Passt. Huch! Wo kommst du denn her? Zack. Zack. Der hat eine nächtliche Schwimmrunde gemacht, ne? So. Das war heftig. Der Kampf ist entschieden. Ich folge dir. Perfekt. Hallo. Und zwar, Paula hat dein Paket bekommen. Hat dein Paket bekommen. Ja. Das ist gut. Jetzt sollt ihr endlich loslassen können. Wir bedanken uns bei dir dafür, dass wir nicht mehr leiden müssen. Er hatte dir eine Belohnung versprochen, du sollst sie bekommen. Schon bald wird von ihm nichts mehr übrig sein und wir werden endlich Frieden haben. Schade. Und jetzt? Hast du nichts zu tun? Ich hätte gehofft, er kommt dann mit uns mit. Gut, dann hätten wir diese Quest auch schon. Dann können wir gleich die nächste machen, ne? Besuchsrecht? Großem Bauwerk der Magier lässt mich nicht hinein. Er sagt, ich bräuchte die Erlaubnis von General Magnus. Achso. Einer kam durch. Genau, da können wir noch Bericht erstatten, das können wir abgeben. Im Wald von Daranis. Das schauen wir uns mal kurz an. Ah, da oben. Hey, das passt. Das ist gar nicht weit weg. Da können wir hier so hoch. Ha. Glück muss man haben. Nice. Dann haben wir die Quest auch. Dann sind wir hier quasi momentan fertig. Löblich, oder? Da schnauft er gleich wieder. Wie konnte ich denn das da hinten übersehen, bitte? Achso, weil ich nur bis hierher gelaufen bin. Ja. Hier im Wald wurde ich damals von Erasmus geprüft. Was solltest du machen? Er hatte hier magische Knochen verteilt und ich sollte sie mit Hilfe einer Astralsicht finden, ohne getötet zu werden. Da unten ist es. Da drüben. Das mit dem Rüberspringen war jetzt nicht sehr schlau. Okay, das geht. Ich hatte schon Angst, ich werde hier sterben. Gut, entschuldige. Astralsicht üben, okay. Na dann. So. Eine Beere. Aha. Da unten krebst was. Ich muss kurz speichern. So, sicher, sicher, bevor ich sterbe. Zusammen schaffen wir das. Ja, bitte, das wäre sehr löblich. Hallo? Oh. Eine Grobspinne. Und ein Luchs. Au. Sehr gut. So, aufs Groschen, du Katze. So. Jawohl. Danke fürs Helfen, Freund. Ah, lol. Die Spinne ist genau da, wo ich hin wollte. Und jetzt graben wir den Schatz aus. Dann haben wir die Quest auch. Gehen wir zurück zum Lager der Magier. Geben die beiden Quests ab. Und dann hätten wir es, glaube ich, dabei. Schön, oder? Dafür, dass der eine Part so ein Fail war am Hafen, kommen wir jetzt dafür gut voran. Gold, Silberkaraffe, goldene Schale, Diamant und Bauplan für den Ring der Magie.
Erhöht Kristallmagie, Astralsicht, macht dich zu einem besseren Magier. Schön. So. Das hätten wir auch. Halt. Eine Feuerblume. Eine Feuerblume, Blume. Blume, Blume, Blume. Feuerblume, Blume, Blume. Ah, da hätten wir noch. Ungeziefer. Au. Au. Jetzt ist es nah. Da muss ich gerade einen Fusel trinken. So, die ist erledigt. Au. Au. So, aber jetzt. Jetzt gibst du auf die Gusch. Du Viech. So. Immer feste drauf. Au. Au. Mist, Viech. Geh ein. Ja, ekelhaft. So. Halt, war da was? Nein. Ich denke immer, da war etwas. Da ist aber nichts. Ich denke immer, da war was. Da ist aber nichts. Nein, nein. So, wo sind wir hier? Ich habe keine Ahnung, was uns da oben noch erwarten könnte. Das schaut schon ein bisschen verdächtig aus. Da oben waren wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Da hinten waren wir auch noch nicht. Da ist noch ein Monolith. Das könnten wir auch noch machen, wenn wir schon mal da sind. Ich würde sagen, wir essen noch was. Ich würde sagen, wir speichern das auch gleich. Dann hätten wir nämlich noch eine Quest fertig, würde ich sagen. Zuerst da runter. Schön, schön die Waffe ziehen. So. Sehr gut. Schauen wir uns das hier noch genau an. Ein Alligator. Bäm. Zack. Und weg mit dir, du bist nicht. So. Sehr nice. Komme ich hier hoch? Ja. Ein Sumpfgolem. Schauen wir, ob wir den schaffen, oder? Wenn Horas uns hilft, schaffen wir das nochmal schon ganz gut. Aber er hat, glaube ich... Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt das. Sehr gut. Ja. Eine epische Schlacht. Du sagst es, mein Freund. So. Eine Geisterblume. Aha, da geht's rauf. Ein Kobold. Okay, im Wasser. Warum? Muss ich nicht verstehen, oder? Ich hätte jetzt eher mit einem Alligator gerechnet. Ja. Okay. Wir sind jetzt hier. Aha, da kann ich hoch. Da gibt es dann sicher was da oben. Schauen wir mal. Ich sollte speichern, ihr habt's recht. Wer weiß, welches Gesindel da noch auf uns wartet. So, nichts wie hoch hier. Hier ist aber nichts. Zack. Auch nicht wirklich. Hier schaut auch nichts aus. So. Einmal noch. Und oben sind wir. Da ist wieder ein Lagerfeuer. Und eine Spinne. Kerzenspinne. Die wir gleich kaputt machen. Zack. Richtig. Dann schauen wir mal, was ist da? Achso, Goldklee. Was haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Was ist da los? Da ist tatsächlich jemand. Hm, Wasserding trinken wir mal. Ein Dämonenjäger, glaube ich. Was macht denn der hier? Sharp. Okay. Das ist wieder speicherungswürdig. Servus. Schau an. Ja? Hätte nicht gedacht, dass ich hier auf einen lebenden Menschen treffe. Ja. Ich bin Sharp. Und du bist? Nur ein Reisender. Richtig. Mehr brauche ich nicht zu wissen, hm? Mir gefällt deine Einstellung. Was bist du? Ein Dämonenjäger. Was bist du?
Noch nie einen Dämonenjäger gesehen, was? Wir haben unseren Hauptsitz auf Kalador. Du solltest mal bei uns vorbeischauen. Wer weiß, vielleicht schließt du dich ja lieber uns an. Ja. Anstatt den Magiern hier auf Taranis, meine ich. Ja. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin auf der Suche nach einer legendären Klinge. Schon mal was vom Knochenschleifer gehört? Diese Klinge ist legendär für ihre Schärfe. Zumindest war sie das mal. Keine Ahnung, wie ihr Zustand heute ist. Nur leider komme ich nicht an sie heran. Warum nicht? Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Die Klinge, die ich suche, befindet sich in der Höhle hier ganz in der Nähe. Aha. Ich weiß, dass sie da drin ist. Der einzige Ort, den ich da drin noch nicht erkundet habe, befindet sich hinter einem Abgrund. Man müsste schon fliegen können, um dort hinüberzukommen. Wenn du es schaffst, an die Klinge heranzukommen, würde ich dich ordentlich belohnen. Okay. Ich werde die Klinge für dich holen. Ich werde die Klinge für dich holen. Wenn du glaubst, du schaffst das, sure. Bitte sehr. Wenn du die Höhle betrittst, halte dich immer rechts. Dann stößt du ganz schnell auf den Abgrund, von dem ich gesprochen habe. Dahinter müsste sich die Klinge befinden. Ich habe aber keine Ahnung, wie man darüber kommen soll. Aber ich krieg das schon irgendwie hin. Mhm. Wie bist du hierher gekommen? Wie bist du hierher gekommen? Tja, das fragst du dich, hm? Mhm. So ganz ohne den halben Wald vorher auslöschen zu müssen. Das ist die Kunst des Schleichens, mein Freund. Wenn du weißt, wie du aufzutreten hast und auf was du achten musst, dann hört dich nicht mal ein Luchs. Wenn du willst, zeige ich dir ein paar Kniffe. Das wäre sehr nett. Sei vorsichtig hier in der Gegend. Okay, kann er mit doch nicht. Kann ich das mitnehmen? Okay, ich probiere einfach mal, ne? Ich mache auch mal die Truhe auf. Keine Ahnung, ob ich jetzt eine aufs Maul krieg. So. Rum, Gold, Rune der Stärke, Heldenmut, Dämonenklinge, Höllenhund beschwören. Okay, er schimpft mich nicht aus. Das heißt, das ist ihm alles wurscht. Passt, nehmen wir mit. Ich werde aber allerdings eine Mütze voll Schlaf noch vorher mir gönnen. Bis zum nächsten Morgen pennen. So. Sehr gut. Und dann schauen wir mal. Huch, so. Nach Möglichkeit nicht hier runterfallen und mich verletzen. Toll das. Dafür geht mich halt jetzt eine Waldspinne an. Sehr gut so. So macht man das. Hast du die jetzt kaputt gemacht? Ich mag dich nicht. Das waren meine Erfahrungspunkte. Naja. Was soll's. Dann schauen wir mal, ne? Guten Tag. Die Viecher gibt es wirklich über. Zack. Und zack. Und zack. Was für ein Kampf. Halte dich immer rechts. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal links. Die Viecher gibt es wirklich über. Zack. Und damit, was noch hier übrig ist. John war der härteste Kerl, den ich je kennenlernte. Wenn er sich mit einem Oger anlegte, trug er immer diesen Gürtel. Kaum zerbrach die Schnalle, wurde er erschlagen. Wir legten den Gürtel mit in sein Grab bei den Ruinen am westlichen Rand von Kalador. Mhm. Hm. Okay. Mein verdammter Schattendämon, komm her! Ja, es ist ein schwarzer Pool. Da hast du recht. Zwei sogar, Gott sei Dank. Muss ja aufnehmen, dass wir sterben, ne? Au! Hier ist jetzt mal ein, der eine. Oh, alter Schwede. Alter. Jawohl. Aber jetzt auch. Jetzt sind wir dran. Du Mistfisch. Noch einer. Das Dämonenvieh steht nicht mehr auf. Ich gleich hier runter. Zusammen schaffen wir das! Noch einer. Au. Au. Ja, ja. So, dann hauen wir jetzt mal drauf. So, und nochmal. Ja, finde ich auch. Kralle und Knochen. Aber hier ist sonst nichts, ne? Hoppala.
Dann war hier unten ein Gesindel. Viecher gibt es wirklich überall. Von hier oben treffe ich ihn nicht, ne? Okay, das war gut. So, du Unbeziehbar. Das war heftig. Gib mir dein Zeug. Sehr gut. Komme ich jetzt wieder rauf? Ja, Gott sei Dank, weil ich wollte nämlich schon sagen, ich hoffe, das geht. Weil ich möchte, jawohl, ich möchte hier wieder, ich möchte die rechte Seite erkunden. Wo wir dann angeblich zu dem Abgrund kommen sollten. Das wäre so ein düsterer, drei sogar, super. Ich hoffe, unser Magierfreund kommt auch noch. Au. Obwohl, er ist schon da. So, den ersten haben wir schon mal. So, mal gut was zu trinken. Deswegen haben wir Fuß nicht drauf. So, der nächste. Au. Jawohl. So, aufs Maul. Jawohl. Immer schön blocken, dann wird das schon. So. So. Hoppala. Da hätten wir jetzt gleich den Abgrund. Bäh. Zack. Ja. So, hier hätten wir das jetzt schon. Jägerwurzel. Darüber muss ich. Okay. Ich schaue noch mal ganz kurz, ob hier auch nichts mehr auf uns lauert. Schaut okay aus. War dein Erz? Na, Schwammerl. Lieber Horas, warte mal kurz hier. Ich muss darüber schauen. Ich werde mal kurz speichern. Oh, der Part ist zu Ende. Dann eben beim nächsten Part. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.